Ja, meine Damen und Herren, Antifaschistinnen und Antifaschisten, ich denke, dieser Antrag hier findet ja nicht im luftleeren Raum statt, auch die gesamten Umstände im Umfeld erhärten den Verdacht, den ja der Genosse Getschmann schon geäußert hat, dass es sich hier eben nicht nur um eine begrüßenswerte Veranstaltung handelt, der sich keine Fraktion hier widersetzt hat. Wir hätten auch, wie gesagt, kein Problem damit, zusätzlich diese Veranstaltung hier als Gedenken zu unterstützen, sondern es geht auch nicht um eine Resolution, Herr Oberbürgermeister, in der deutlich gesagt wird, dass in Kassel kein Platz für Nazis, für Antisemitismus, für Rassismus ist. Damit hätten wir natürlich auch kein Problem, sondern es geht in der Tat darum, zum ersten Mal ein Verfahren zu beschließen, wie die Stadt Kassel mit den Bedenken umgeht. Und wir sehen ein Problem darin und können deshalb auch die Vorlage nicht unterstützen, dass dieses erste Gedenken der Stadt Kassel oder die erste Form, die hier beschlossen werden soll, die organisch aus der Stadtgesellschaft entstandene Kundgebung am Ort des Verbrechens zum Zeitpunkt des Todes durchgeführte Kundgebung, die von der breiten Stadtgesellschaft mitgetragen wurde, das wurde mehrfach ausgeführt, außen vor lässt und diese eben nicht erwähnt und die Unterstützung der Stadt Kassel hier nicht festschreibt. Das ist eine Veränderung des Status quo. Die Stadt Kassel war bis zum letzten Jahr offiziell an der Kundgebung beteiligt und das wünscht sich meine Fraktion auch weiterhin. Es besteht hier die Möglichkeit, mit unserem Änderungsantrag diesem Vorhaben zuzustimmen, die Preisverleihung zu kombinieren mit einer Beteiligung der Stadt Kassel als offizielle Unterstützerin dieser Kundgebung und ich bitte Sie, dem zuzustimmen. Ich möchte aber auch, Herr Oberbürgermeister, Sie haben von Transparenz gesprochen, noch einmal auf dieses Gespräch letzten Donnerstag mit den Initiativen eingehen, da uns wahrscheinlich wie alle anderen Fraktionen heute auch noch mal ein Schreiben erreicht hat aus eben von Teilnehmern dieses Gesprächs, in dem halt auch nochmal ausdrücklich gesagt wird, dass die Initiativen die Verleihung des Preises begrüßt haben, das nicht kritisiert haben, sondern wie wir quasi eine Beteiligung der Stadt Kassel zusätzlich zur Durchführung der Preisverleihung sich gewünscht haben, dass aus Ihrer Sicht, Sie führen das auch hier aus, habe jetzt nicht die Zeit darauf näher einzugehen, dass dieses Gespräch nicht vertraulich war, dass auch Ihnen bekannt war, dass hierüber berichtet werden würde. Das wird hier in diesem Schreiben auch nochmal mit Zitaten hinterlegt. Und dieser Eindruck erhärtet sich vor diesem Hintergrund und deshalb plädiere ich nochmal darum, stimmen Sie auch dafür, dass die Stadt Kassel sich klar an der Kundgebung gegen die NSU und gegen den Rechtsextremismus beteiligt. Wir haben einen Geschäftsordnungsantrag.